Barleben, 8. Dezember, 15 Uhr. Pünktlich startete der diesjährige Weihnachtsmarkt. Eingerahmt in ein dezentes Unterhaltungsprogramm hatten Barleber Vereine und Institutionen alles aufgeboten, was man von einem zünftigen Weihnachtsmarkt erwarten kann. Die traditionsreiche Veranstaltung nach dem Motto Barleber für Barleber fand bereits zum 15. Male statt und auch diesmal gab es für alle wirklich genug zu essen, zu trinken und zu naschen. Der Innenhof der Mittellandhalle füllte sich immer mehr mit Menschen, die sich in der Gemeinschaft von Nachbarn und Bekannten auf die Weihnachtszeit einstimmen wollten. Liebevoll kümmerten sich die Anhänger des Pferdesports um all diejenigen, die vielleicht in Zukunft das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde finden wollen. Und einen Testparcours für zukünftige Astronauten gab es auch. Technische Neuerungen auf dem Barleber Weihnachtsmarkt waren 3 Schneekanonen, die ihre Flocken über den Platz romantisch wirbeln ließen. Der ganze Weihnachtsmarkt ist dem Engagement des Barleber Heimatvereins zu verdanken und dem Einsatz der Barleber Verwaltung, die eine Vielzahl von organisatorischen Fragen im Vorfeld und während der Veranstaltung zu klären hatte. Höhepunkt, vor allem für die Kinder, war der zünftige Auftritt des Weihnachtsmanns. Aus vom Walde komm ich her! Ich muss euch sagen, es Weihnachten ist hier! Habt ihr denn auch meine Hoffnung? Ja! Das kam aber ziemlich glücklich! Wart ihr denn auch alle artig? Ja! Naja, seht ihr! Der angesichts der prächtigen Weihnachtsstimmung am 24. Dezember auch ganz bestimmt wieder nach Barleben kommen wird.